Die Einöde. 23.02.2014. Das ist der Versuch eines Tagebuchs, also in Audioform. Halt mit meinem Diktiergerät. Mal schauen, was es wird. Seit rund 2 Wochen wohne ich jetzt schon in dieser Einöde. 12 Tage, um genau zu sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das genau wird. Ein Rückzug aus der Gesellschaft? Meine ganz persönliche Rebellion? Selbstfindung? Keine Ahnung. 3 Monate in der Wüste. Eine kleine Hütte. Fernab von Internet und anderen Menschen. Eine kleine Hütte in der Wüste mit einem Sofa, einem Bett, einem Kühlschrank, einem einfachen Herd, jeder Menge Büchern und einem alten Radio. Das Radio, der einzige Kontakt zu anderen Menschen. Zumindest so ziemlich. Der Empfang ist leider beschissen und man versteht auch nur zu gewissen Uhrzeiten wirklich etwas. Ich weiß nicht warum, vielleicht besseres Wetter oder verstärktes Funksignal, keine Ahnung. Draußen vor meiner Hütte steht mein Auto, mit dem ich alle 2 Wochen in die Stadt fahren kann, fahren darf, wenn ich mich an meinen Plan halte, neue Lebensmittel und so. 12 Tage ohne Menschen. Das ist schon seltsam, aber übermorgen fahre ich ja wieder in die Stadt. Draußen stehen große Wassertonnen und eine Art Duschkonstruktion, die aber ganz gut funktioniert. Momentan habe ich noch nicht viel Selbstfindung erlebt. Es ist wahrscheinlich noch zu früh, aber selbst wenn ich nichts zu mir finde und auch sonst nichts erreiche, werde ich danach zumindest bestimmt über 100 Bücher gelesen haben. 5 bis 6 Stunden täglich lesen. Hätte ich mir früher kaum vorstellen können. Wie auch immer. 24.02.2014. Heute Morgen bin ich von einem seltsamen Geräusch wach geworden. Ein Knacken oder so. War wahrscheinlich nur die Hütte, denn draußen war kein Tier oder gar ein Mensch. Ich glaube, meine Sinne sind irgendwie klarer geworden. Ohne all die ganzen Ablenkungen durch das ganze alltägliche Geschehen. Hab mich heute wieder an Thomas Bernhard rangetraut. Man muss sagen, er wird wohl mein Musikersatz werden. Heute ging den ganzen Tag das Radio nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Einöde flüstert, wenn ich ganz ruhig bin. In ihrer ganz eigenen posthumanen Sprache, mit ihren ganz eigenen Geräuschen. Morgen kann ich in die Stadt fahren und ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, ich habe Lust auf frische Äpfel und vielleicht Saft. Immer nur Wasser zu trinken, hängt einem irgendwann zum Hals raus. 25.02.2014. Hab alles bekommen, was ich brauchte. Tat gut, ein paar Worte mit dem Verkäufer zu wechseln. Wasser muss ich ja erst in 2 Wochen wieder auffüllen. Hab noch mehr als genug. Ein paar Flaschen mit Saft und Mineralwasser habe ich trotzdem mitgenommen. Ein bisschen Abwechslung ist immer angenehm. Das Radio hat heute sogar gut 1 Stunde funktioniert, bevor der Empfang wieder beschissen wurde. 26.02.2014. Heute wieder viel gelesen und ein bisschen Radio gehört, doch zwischenzeitlich gab es immer Störungen des Senders und ein paar Männer redeten über das Töten eines Mannes. Vielleicht ein ähnliches Signal eines Hörspielkanals? Keine Ahnung. Hab ja nicht mehr als Fetzen mitbekommen. Ging aber schnell vorbei. War wohl eine vorübergehende Störung. 27.02.2014. Als ich heute Morgen aus der Tür hinausgehen wollte, war sie versperrt. Ich musste durch das Fenster steigen, um herauszukommen. Eines der Wasserfässer war vor die Tür gerollt. Vielleicht hatte ich es irgendwie schief hingestellt, irgendwie muss es umgefallen sein. Es ließ sich relativ leicht wegrollen. Eigentlich hätte ich die Tür aufbekommen müssen. Vielleicht lag es irgendwie in einem falschen Winkel. Hab's jetzt aber richtig hingestellt. Im Radio wieder die überlappenden Frequenzen und diese Männer. Lassen wir uns Zeit, er muss nicht gleich sterben. Solche Fetzen. Seltsame Hörspielreihe. Die Handlung scheint irgendwie nicht vorhanden zu sein. Wahrscheinlich eins dieser experimentellen Werke. 28.02.2014. Bin durch ein bläuliches Blitzen wach geworden. Als ich die Augen aufschlug, war es schon fast verschwunden. Eine Einbildung?
Sonst nicht viel. Diesmal konnte ich ohne Unterbrechung Radio hören. Morgen wollte ich ein wenig rumlaufen, spazieren, die Gegend erkunden. 29.02.2014. Wieder dieses blaue Blitzen. Der Weckruf der Einöde. Hab die kühlen Morgenstunden genutzt, um ein bisschen zu spazieren. Hatte mich aber bald stundenlang verlaufen. Immer wieder die gleichen Hügel. Und ich war überzeugt, dass dahinter meine Hütte war. Aber nur weitere Hügel. Naja, in der Einöde sieht vieles gleich aus, oder? Das Seltsamste war aber, dass als ich zurückkam, der Deckel von der einen Wassertonne gelöst war und daneben lag. Klar, ich hatte sie abgelöst, um meine Wasserflasche für den Weg zu füllen, aber auch wieder draufgetan. Oder? 30.02.2014. Wieder dieses Blitzen. Heute Morgen standen die Wassertonnen anders. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie paranoid zu werden. Ich meine, hier ist ja niemand. Im Radio heute nur Störgeräusche, Fetzen dieses scheußlichen Hörspiels. Hab's schnell ausgemacht. 31.02.2014. Ich bin mit schrecklichen Kopfschmerzen aufgewacht. Habe von diesem blauen Licht geträumt. Saß nur da am Fenster in meiner Hütte und hab draußen ein pulsierendes, blaues Licht gesehen. So blau wie das Blitzen, nur halt nun beständig. Hab im Traum am Fenstersims gekratzt. Komisch. Diese Kopfschmerzen sind kaum auszuhalten. Und im Radio kommt wieder dieses dreckige Hörspiel. Vielleicht ist es eine Wiederholung oder sowas. Hab's wieder ausgemacht und gelesen. Ich würde so gern wieder Musik hören. 1. März. Diese Kopfschmerzen werden immer schlimmer und ich Trottel hab's jetzt erst bemerkt, dass wir Februar hatten. 31.02. Natürlich, Leon, natürlich. Das Wasser stand wieder draußen. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Hatte der Februar dieses Jahr 28 oder 29 Tage? Scheiße, das kann doch nicht so schwer sein. Egal, jetzt ist der 1. März. Ganz egal. Etwas, was mich wirklich beunruhigt, ist, dass ich Kratzspuren am Fenstersims gesehen habe. War das jetzt echt oder habe ich geträumt? Habe ich geschlafwandelt oder so eine Scheiße? Oh, diese verdammten Kopfschmerzen. 2. März. Die Kopfschmerzen haben nachgelassen. Bin heute komplett drin geblieben. Bin nicht mal zum Wassertrinken rausgegangen. Hab die Mineralwasserflaschen fast aufgebraucht. Trotzdem heute Morgen wieder dieses bläuliche Blitzen. 3. März. Werd heute Nacht wach bleiben. Wieder dieses Blitzen am Morgen. Das kann keine Einbildung sein. Ich will sehen, was nachts passiert. Hab wieder leichte Kopfschmerzen. Das Radio gar nicht angemacht. Das Hörspiel verstört mich. 4. März. Hat nach ein paar Stunden nach Anbruch der Dunkelheit angefangen, blau zu leuchten und ist morgens blitzend ausgegangen. Hinter einem der Hügel. Ich habe versucht, das zu untersuchen und bin tagsüber dahin gegangen. Doch da war weit und breit rein gar nichts. 5. März. Ich hatte doch 3 Wassertonnen. 3, oder? Nur noch 2. Scheiße, auch keine Spuren oder sowas auf dem Boden. Diese beschissenen Kopfschmerzen. 6. März. Bin heute Nacht aufgewacht. Aus dem Radio kam wieder dieses Scheiß-Hörspiel. Wasserfass um Wasserfass. Immer wieder sagten sie einfach Wasserfass um Wasserfass. Und draußen leuchtete dieses Scheiß-Licht wieder. Als ich rausging und aufs Licht zuging, ertönte eine unwirkliche Tonfolge, die immer lauter wurde, je näher ich kam. Bin umgekehrt, zurückgelaufen, eher gerannt, hab Panik bekommen. Ich weiß nicht, was es war. Hab versucht zu schlafen, aber dieses Scheißradio hat nicht aufgehört. Ich habe es zerstört. Jetzt ist endlich Ruhe. 7. März. Bin gerade raus und hab die Wasserfässer kontrolliert. Doch als ich den Deckel abnahm und gerade was trinken wollte, kamen aus dem Fass unzählige Insekten und kein Tropfen Wasser war mehr zu sehen. Ich hab noch ein bisschen Wasser drin, aber ich muss morgen zurück in die Stadt fahren. Ich würde heute schon, aber es hat schrecklich zu stürmen begonnen. Jetzt ist Nachmittag. Das scheißblaue Licht hat jetzt schon eingesetzt und ist stärker als je zuvor. Alles ist in dieses scheißblaue Licht getaucht. Bin wach geblieben. Doch erst morgens hat der Sturm aufgehört. Habe versucht, mein Auto zu starten, aber nichts zu machen. Tot. Keine Chance.
Habe es ein wenig angeschoben, alles versucht. Nichts. Habe meine 7 Sachen gepackt, die Reste des Wassers und mein Geld. Ich werde zur Stadt laufen. Hier kann ich nicht bleiben. Das blaue Leuchten hört nicht auf und die Straße ist länger als in Erinnerung. Ist langsam Abend. Diese schreckliche Melodie hat vor einiger Zeit eingesetzt. Ich bin bald bei der Stadt. Ich muss bald bei der Stadt sein. Irgendwas hat mein letztes Wasser gestohlen, als ich geschlafen habe. Ich muss die Stadt bald erreichen. Nein, nein, das ist nicht möglich. Ich muss die Richtung gewechselt haben oder sowas. Scheiße, nein, das ist nicht möglich. Ich sehe meine Hütte. Ich muss umkehren. Weiterlaufen. Ich bin wach geblieben. Das kann nicht sein. Wieder die Hütte. Das ist nicht möglich. Ich habe es aufgegeben und bin zurück in meiner Hütte. Hier leuchtet alles blau. Es ist eingedrungen. Das Radio läuft wieder. Es muss repariert worden sein, wenn ich weg war. Hört doch, verdammt. Hört doch. Gleich verdurstet er. Hätten die ja nicht ausgehabt. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange sollten die Aufnahmen nur beenden. Und dann